Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit meinem Felix GG German Gentleman Richter und ich hasse korrupte Interventionen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe schon mal gesagt. Ne? Es sind zwar nur 2 Minuten, danach ist der Perk für den Killer wertlos, aber gerade diese 2 Minuten am Anfang können schon was ausmachen. Und ich dachte jetzt erst, ihr hättet den Killer hinter euch. Ich folge einfach mal. Ich habe nämlich einen Schlüssel mit, weil ich eine Aufgabe habe. Aber bei dem Schlüssel habe ich jetzt das Addon mit, diesen Ring. Das nehme ich natürlich mit. Diesen Ring habe ich nämlich dabei, dass ich die Besessenheit sehe, die ganze Zeit. Und sie ist auf jeden Fall momentan die Besessenheit. Und wartet hier auf mich. Und sagt mir jetzt sogar, wohin ich gleich gehen soll. Alles klar, komm, ich komme mit dir. Ja, ich komme mit. Hi, hi. Oh, Killer ist hier. Ja, okay, ich komme mit. Ich komme mit dir mit. Oh. Ah, okay. Soll wahrscheinlich direkt Gen machen. Ich hoffe mal, der Killer war noch auf seiner Generatorrunde. So, ich habe auf jeden Fall die Aufgabe, dass ich durch die Bodenluke entkommen muss. Und ja, habe einfach wieder meinen Felix genommen. Er hat nämlich noch ein paar Schlüssel übrig. Habe ich den Lila mitgenommen und gleichzeitig dieses Addon, weil ich dachte mir, wenn, dann kann ich mir schon wieder ein bisschen Vision geben. Und innere Stärke habe ich auch wieder dabei. Ich habe ja jetzt schon das Totem kaputt gemacht. Und ja, einer wird gerade gejagt, ist verletzt und läuft alles gut. Wir machen jetzt hier den Gen. Also ich hoffe mal, ist der Fallensteller. Komm schon. So, ich hoffe einfach mal auf eine gemütliche Runde. Momentan bin ich ein bisschen im Stress, also ich weiß auch nicht, das Video wird sehr wahrscheinlich entweder Sonntagabend oder Montag früh oder sowas ähnliches auf den Kanal kommen. Und wann die nächste Folge dann kommen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich befinde mich ja momentan in der Abschlusswoche quasi jetzt. Ist hier keine Falle, oder? Ja, er kam ja vorhin aus dieser Richtung hier, glaube ich. So, komm, dann mache ich jetzt einfach mal hier. Ja, in der Abschlussphase. Ah, jetzt kommt er. Okay, oder hat er jemanden gejagt? Also in der Abschlussphase von meiner Umschulung. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen vorbereiten auf das Fachgespräch und auf die Abschlusspräsentation. Und also wie gesagt, da ja ein bisschen Stress, ein bisschen Aufregung schon und deswegen, also mal gucken. Ich versuche mich jetzt darauf zu fokussieren. Deswegen weiß ich nicht, wie sich Zeit ergibt für DVD. Und aus dem Grund weiß ich noch nicht, wann die nächste Folge kommt. So. Aber bisher hängen nur eine, ne? Okay, wenn ich jetzt hier mit diesem Gen ordentlich gut durchkomme, dann sieht es eigentlich richtig gut aus. So. Ja, mit habe ich übrigens verwandt. Momentan nehme ich das gerne mit, einfach weil ich in letzter Zeit wirklich gemerkt habe, wie viele Runden tatsächlich den Bach runtergehen, weil in Solo-Runden mit Randoms die Kommunikation nicht da ist. Ne? Und er jagt hoffentlich die Besessenheit dahinter. Oder? Und nee, jetzt. Oh Kacke, jetzt kommt er hier hin. Oh, er hat mich gesehen, ne? Da ist jemand in der Falle. Normalerweise gehen die Fallstelle doch immer gerne zur Falle, ne? Okay, was macht er jetzt? Okay, wo ist er jetzt? Oh. Ach, der Baum, ey. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, dass er von rechts kam. Okay.
Das war Glück. Ah, shit. Okay, zu oft darf ich auf jeden Fall nicht erwischt werden. Mein Ziel ist es ja die Bodenluke. Vielleicht kann ich ja ein paar von den Randoms mitnehmen. Kommt drauf an, wie... kommt eigentlich drauf an, wie gut wir die Gens jetzt durchkriegen. Alle kann ich ja nur mitnehmen, wenn wir wirklich alle Gens fertig haben. Ich habe auf jeden Fall die Opfergabe geschmissen, dass die Luke bei der Killerhütte. Die finde ich natürlich am besten. Das ist mit dem Hauptgebäude, finde ich. Ach, jetzt legt er da Falle. Die Luke beim Hauptgebäude finde ich semi-optimal und semi-gut. Bleibt hier aber auch ein bisschen in der Nähe, ne? Damit meinem Perk verwandt, können die anderen jetzt auch sehen, dass der Killer in der Nähe ist. Oder auch, wenn er nicht in der Nähe ist. So, wie gesagt, das, ich denke mal einfach, jeder, der es mit hat, hilft einfach schon ein bisschen die Runde effizienter zu machen, glaube ich. Weil so viele Runden gehen wirklich kaputt, weil die Kommunikation nicht da ist. Einer hängt am Haken und plötzlich sind aber alle drei in der Nähe vom Haken, weil keiner weiß, was der andere macht. So, und das spielt natürlich, dem Killer massig in die Hände. Ich muss langsam laufen, ich will meinen Sprintboost nicht zünden. Das sieht ja geil aus, wenn man das Addon beim Schlüssel mit hat. Okay. Ach, der Barbecue-Bein, ne? Jetzt hat er ihn da gesehen, oder? Oh, komm nicht in die Richtung, komm nicht in die Richtung hier. Zurück. Achso, er macht kaputt. Ach mein Gott, manchmal brauche ich auch zu lang. Jo, okay, er ist hinter mir her. Ich könnte wieder versuchen, das gleiche Spiel. Oder er hat vielleicht auch sogar Ruf der Krankenschwester bei. Das war natürlich blöd jetzt. Sorry. Eigentlich dachte ich, dass er sich auf mich weiter fokussiert. Shit. Ja gut, wenn er jetzt wirklich Ruf der Krankenschwester bei hatte, dann hat er natürlich gesehen, dass da ein Verletzter... Ach Gott, was ist mit mir los, ey? Dass da natürlich ein verletzter Survivor ist. Na gut, er hing noch nicht. Oder sie hing noch nicht. Macht mein Gewissen ein bisschen leichter. Der kommt schon wieder hier hin, ne? Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal los. Oder ach nee, oder jagt er da hinten? Ich dachte, er würde eigentlich so einen Schwenk machen. Okay, komm. So, die Frage ist jetzt, jagt er jetzt die... Nee, ach, sie geht am Generator, okay. Also ich finde dieses Addon für den Ring gar nicht schlecht. Nur wenn man den mitnimmt, braucht man eigentlich nichts anderes mitnehmen. Ne? Weil alles andere... ja gut, man könnte jetzt noch ein Addon mitnehmen, dass man die Killer-Aura sieht oder die Survivor-Aura. Ah, ich bin da. Gigi ist hier. Er kommt. Nice, okay, das ist jetzt der Generator, wo ich gerade dran war. Okay, jetzt hat er sie wieder. Ja, guck mal, jetzt sind alle wieder hier in der Nähe, ne? Alle wieder in der Nähe, keiner macht einen Gen. Ach, und er legt wieder die Falle hier hin. Ja gut, er geht aber nicht direkt zum Haken zurück oder so. Das finde ich eigentlich relativ gut von ihm. Wo ist er denn jetzt, verdammt? Ich habe in dieser Runde hier... Okay.
jetzt machen wir irgendeinen Gen. Irgendeinen Gen müssen wir jetzt fertig machen, weil wir brauchen jetzt nur noch zwei. Da hinten sind die, glaube ich, an einem dran. Hier vorne. Okay, Instant hier ist auch ein Gen. Da gehen wir am besten jetzt gleich dran. Ich guck mal, ob hier ein Totem ist. Nee. Ich manchmal weiß, das ist manchmal immer dieses, ne? Man sitzt vorm Fernseher. Man sieht ja an jeder Position das Gleiche. Ach so, er hatte sie. Komm, ich gehe mal in die Nähe. Und man geht manchmal mit dem Kopf mit, ne? Man möchte am liebsten mit dem Kopf um die Ecke gucken. So. Er legt wieder die Falle dahin. Ich weiß nicht, ob er Barbecue hat, weil sonst wäre er doch vielleicht sogar instant dahin gegangen. Na gut, ich würde auch weggehen. Oh, er kommt. Oh, war da gerade Falle? Jo. Ah, ich dachte, er hätte sie nur am Eingang gelegt. Ach, der hat hier gar keine hingelegt. Okay. So. Okay, warum hat er sie jetzt liegen gelassen? Ach, der kommt hier hin. Komisch. Egal, komm, wir machen jetzt einfach den Gen, versuchen wir den jetzt durchzuziehen hier. Und dann müsste ja auch hier instant eigentlich hier in der Gegend die Luke erscheinen und dann hoffentlich mit der Aufgabe. Das heißt, ich werde jetzt gleich den Teufel tun und noch irgendwie am Haken landen. So, jetzt sind wir auch schon quasi voll mit der Generator-Kategorie. Also mit der Zielkategorie. Ah, ich merke aber irgendwie, ich kann mich heute aber auch nicht so richtig fokussieren, ne? Also nicht so richtig konzentrieren. Okay, ich glaube, ich kriege den hier durch, ne? Oh, hier ist die Luke direkt. Jo. Ich denke mal, die wissen, dass ich Schlüssel habe, ne? Okay, sie kommt auch. Komm. Komm, ich rette euch. Ich bin euer Messias. Ich rette euch. Achso, ja, sie ist komplett down da hinten, ne? Passt, ja. Scheiße. Okay. So, willst du erst geheilt werden? Nee. Wir kommen jetzt. So. Ja, gut. Also eigentlich eine relativ entspannte Runde, nur trotzdem fehlt mir irgendwie der Fokus gerade, die Konzentration. Und ja, gut. Wie gesagt, ich werde jetzt vielleicht ein paar Tage off sein und mal ein bisschen die Gehirnzellen oder ja, anstrengen und versuchen da bei meiner Umschulung was zu reißen jetzt am Ende. Und ich hoffe einfach, die Folge hat euch gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, bleibt gesund und wenig Stress wünsche ich euch. Ja? Ist ja einfach mal ciao, euer Malida.